Willkommen zurück bei The Last of Us 2. Wir sind mittlerweile in Hillcrest angelangt. Dina ist ja im Theater verblieben. Und wir haben eine heiße Spur, was Tommy betrifft. Ich hatte in der letzten Folge genau hier aufgehört. Da hatte ich auch mein Gewehr verbessert. Das macht jetzt 25% mehr Schaden. Mal gucken, wie das im Endeffekt dann reinhauen wird. Es wird sicherlich immer noch ausreichen, um jemanden das Käppi vom Kopf zu schießen. Bevor es aber weitergeht, werde ich nochmal schauen, ob ich noch irgendwas verbessern kann. Und ja, das kann ich auch. Wir können uns jetzt die Rauchbomben verbessern. Und das haben wir auch soeben getan. Und demnächst werde ich mich dann um diesen Fertigkeitsstrang kümmern. Da können wir uns dann Schalldämpfer herstellen. Wir sind im Lauschmodus besser. Wir können uns schneller beim Kriechen bewegen. Wir können uns den verbesserten Schalldämpfer herstellen und nachher noch schnellere, lautlose Kills durchführen. Aber dazu kommen wir natürlich dann später. Gehen wir doch erstmal weiter. Ich hatte, glaube ich, hier alles abgecheckt. Bin ich jedenfalls der Meinung. Ich hoffe, das ist auch so. Man sieht ja immer, wo ich schon war. Immer, wo offene Schubladen sind, da war ich schon. Da drüben, das war der Waschsalon, genau. Und jetzt müssen wir hier weiter. Und das ist natürlich die Ortschaft Hillcrest. Und die müssen wir jetzt durchforsten. Das wird sicherlich spannend werden. Wir gucken uns erstmal hier genau um. Ich weiß auch gar nicht, wo wir überall hin können und wo nicht. Aber das hier vorne sieht mir ganz danach aus, als würden wir das abchecken können. Hier finden wir bestimmt noch was Interessantes. Hoffentlich hört das jetzt keiner. Nicht, dass hier Infizierte sind. Ich gehe mal auf die Pistole. Dafür habe ich 16 Schuss. Was die Materialien und die Munition angeht, bis auf die Schrotflinte, sind wir erstmal gut bestückt. Aber sowas kann sich ja schnell ändern. Machen wir da erstmal Licht an und schauen uns um. Mal wieder finden wir etwas, das wir nicht mitnehmen können. Das hat ja schon Tradition. Hier haben wir wieder ein paar Verbesserungspunkte. Da haben wir auch nochmal ein paar Verbesserungspunkte. Sehen immer so ein bisschen aus wie Kopfschmerztabletten. Und hier haben wir endlich Munition für die Schrotflinte, die wir auch so gleich mal nachladen. Zwei Schuss sind besser als keine Schuss. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Und ich denke mal, das wird jetzt alles gewesen sein, obwohl hier liegt noch eine Notiz. In Ordnung, das hat Ellie eingesteckt. Ich glaube, jetzt können wir den Laden hier auch wieder verlassen. Das sollte wirklich alles gewesen sein. Hier geht's ja, wie gesagt, auch nicht weiter, das seht ihr ja. Schnell die Lampe ausmachen. Na, verdammt. Ich wollte doch auf diesem Vorsprung da landen. Na, Ellie, noch schnell die Hände waschen. Wir machen uns ja öfter die Hände schmutzig, daher müssen wir uns auch öfter die Hände waschen. Jetzt erkunden wir Hillcrest. Hier wird es sicherlich abgehen. Ihr seht ja, das ist eine Kleinstadt, die natürlich sich auch von der Natur schon zurückgeholt wurde. Und hier patrouillieren entweder die Wolves oder die Scars. Ich weiß nicht, wer hier am Start ist. Wir werden es aber sicherlich bald erfahren. Und wir werden uns Stück für Stück durch jedes Gebäude durchschlagen. Mal lieber Licht anmachen. Vielleicht finden wir ja hier noch ein Algebra-Buch, das wir demnächst für eine Mathe-Klausur gebrauchen können. Da ist mal wieder ein Schubfach. 50-50-Chance, ist da was drin oder nicht? Ja, da ist was drin. Aber die Munition für die Pistole ist ja schon voll. Und hier ist eine weitere Notiz.
Wolves sind ins Fedra-Hauptquartier eingebrochen und haben die Namenlisten gefunden. Sie sollten bereits an Türen klopfen und nach Soldaten suchen. Ich werde mich nicht in meiner eigenen Stadt exekutieren lassen. Ich will versuchen, unter neuem Namen zurückzukommen, wenn sich alles beruhigt hat. Ich konnte Elfie nicht finden. Ich habe sein Futter hinter dein Haus gestellt. Kraul ihn bitte ordentlich von mir, falls ich nicht wiederkomme. Er hat dich und Sophia immer sehr geliebt. Yolanda. Das war natürlich eine Notiz von einem Hundeliebhaber. So hat es für mich den Anschein. Und wir werden dann auch sicherlich bald auf die Hunde treffen, von denen ich ja schon öfter gesprochen hatte. Wir hatten ja in Capitol Hill in Seattle natürlich auch gesehen gehabt, dass die Wolves auch Hunde haben. Aber wir sind bisher noch keinen Patrouillen mit Hunden begegnet. Und ich denke, das wird sich hier ändern. Kann ich das öffnen? Nee, da kann ich aber rüber. Da kann ich auch noch hoch. Oh mein Gott, was war denn das? Ist da oben was langgelaufen? Oh, Hilfe. Schnell rüber hier, Ellie, komm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hund auf dem Dach ist. Aber wer weiß. Hier muss man mit allem rechnen. Das sieht hier so aus wie eine Kaffeebar. Wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Jedenfalls zu der Zeit, als hier noch wirklich Menschen gelebt hatten. Hier haben wir erstmal nichts mehr. Schubfächer sehe ich hier auf Anhieb auch nicht. Ach du Scheiße. Da war eine Ratte. Aber toll, dass die Ratte mir jetzt gezeigt hat, dass ich da noch hoch kann. Denn da gehe ich gleich rein. Aber vorher gehe ich hier noch in die andere Tür. Moment, Ellie, warte. War hier noch was? Nee. Meine Güte. Eine Ratte. Die Tür ist verschlossen. Ich wette, wir kommen durch den Lüftungsschacht in diesen Raum da. Oh, eklig. Wo gehe ich jetzt hin? Vielleicht komme ich da rüber. Wo denn rüber? Ach so, da hinten, meinte Ellie. Ja gut, aber wir wollen ja das hier vorher erstmal abchecken. Hier ist ja noch dieser eine Raum, von dem ich denke, dass der verschlossen war. Ja genau, das ist die Küche hier in dieser Kaffeebar. Muss ich mich eigentlich heilen? Nö. Was die Gesundheit angeht, bin ich eigentlich gut bewaffnet. Munition für das Gewehr ist auch voll. Hier finden wir noch ein paar Werkzeugteile. Da können wir die Tür auch gleich wieder aufschließen. Ich kann hier wirklich nichts mitnehmen. Wir können nicht mal den Kühlschrank öffnen. Geschweige denn das hier benutzen. Ja gut, warum sollten wir das auch tun? Da könnten wir, glaube ich, auch raus oder eher nicht. Da ist ja irgendwas vorgewachsen. Dann schließen wir die Tür auf und dann klettern wir da hinten wieder hoch, wo Ellie sagte. Oder ich schaue mich da vorne nochmal um. Von da sind wir ja gekommen. Da hinten sind aber auch noch Gebäude. Aber es ist wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Idee, was Ellie gesagt hat, dass wir da mal hochklettern. Dann können wir uns von da oben mal einen Überblick verschaffen. Ich möchte sagen, ich habe hier vorhin irgendwas weglaufen sehen, aber vielleicht war es auch eine mega große Ratte. Also Hunde sind hier schon mal nicht. Da fliegen ein paar Tauben weg, ja gut. Aber keine Hunde. Zum Glück, muss man ja sagen. Ich denke, die Hunde werden wirklich dann auch unsere Fährte aufnehmen können. Das wird sicherlich noch lustig, wenn wir solchen Patrouillen mit Hunden begegnen. Oh mein Gott. Da scheint es weiterzugehen. Aber wenn ich da jetzt weitergehe, kann ich mich ja nicht da drüben umschauen. Es sei denn, ich komme hier unten irgendwo wieder raus. Ich hoffe, ich komme da unten irgendwo wieder raus.
So ein Quatsch. Wir sollten vorrücken. Wir halten die Stellung, bis wir was hören. Halt die Augen auf, falls er hier langkommt. Da ist was. Scheiße. Oh mein Gott, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Gut, Mädchen. Hol ihn dir. Glaubst du, der hat was mit dem Mädchen aus der Schule zu tun? Wäre ein echt irrer Zufall, wenn nicht. Ich hasse diese kleinen Gruppen. Große Gruppen kämpfen. Oh mein Gott! Hinterhalt! Na Jungs, da habt ihr euch erschreckt, wa? Sucht die ganze Straße ab. Da draußen ist jemand. Oh Scheiße! Ich hab Kriegsschutz! In dem Gebäude! Das war ein geiler Kill, Ellie. Scheiße, jetzt hat sie mich aber gesehen. Ich hab nicht gewusst, dass sie hinter mir ist. Oh Gott. Überall sind hier Leute. Hier ist, glaube ich, eine ganz gute Stelle. Mal gucken, wo die sind. Ah, verdammt, da ist wieder ein Hund. Ah, da sollte ich mich nicht raustrauen. Warte mal, Freundchen, dich kann ich doch schnappen. Ja gut, so habt ihr gesehen, wie man es nicht machen sollte. Hat was mit dem Mädchen aus der Schule zu tun? Wäre ein echt irrer Zufall, wenn nicht. Ich hasse diese kleinen Gruppen. Große Gruppen kämpfen. Diese Einzelgänger. Ich schnapp mir jetzt erstmal den hier und dann schnapp ich mir den mit dem Hund. Verstanden. Oh verdammt, da kommt der Hund, da kommt der Hund. Ellie! Wo ist der Hund? Okay, sie haben mich noch nicht gesehen. Wie konnte sie entkommen? Such die ganze Straße ab. Oh. Gleich hier! Fass, Mädchen! Das darf doch echt nicht wahr sein, Ellie. Pass auf! Oh, ich töte ungerne Tiere, aber es muss sein. Es geht nicht anders. Scheiße, Ellie, wir müssen uns heilen. Aber seht ihr, wie viel Heilung das jetzt bringt mit dem Medikit? Das ist echt nice. Ist nicht hier. Findet ihr Versteck? Er hat vielleicht was. Bist du dir da sicher, dass du mich hast? Richtung wechseln! Diesmal ist das schon besser gelaufen. Aber die haben immer noch Hunde am Start. Wie viele sind denn das? Das müssen ja 3 Patrouillen sein. Meine Güte, ist das heftig. Los! Schnapp sie dir! Schalt sie aus! Miese Drecksau! Ein Schuss habe ich noch. Fuck. Meine Fresse, geht das hier heftig ab. Na, warte mal, Kollege, für dich habe ich ein Gewehr parat. Komm, zeig dich. Komm schon, tu mir den Gefallen. Nimm deinen Kopf hoch. Da
Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Oh, das war mein Fehler. So, schnell die Pistole nachladen. Mal zur Sicherheit eine Flasche mitnehmen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir unterwegs noch Durst. Meine Fresse. Das ist hier heftig. Ich musste 3 Hunde töten. Ich stelle mir mal zur Sicherheit noch ein Medikit her. Und noch einen Molotow-Cocktail. Das sollte ausreichen. Okay, da hinten sehe ich wen. Okay. Der war nice, Ellie. Muss ich mir mal glatt selber auf die Schulter klopfen. Okay. Das waren alle, wa? Willst du mir das damit sagen? Ja, ich glaube, das will sie mir damit sagen. Ich nehme mal die Axt mit. Sicher ist sicher. Und dann checken wir das Gebiet hier noch ab. Oh, es tut mir leid um die Hündchen. Aber wir müssen diese Patrouille am besten mit einem Molotow-Cocktail erwischen. Das ist wahrscheinlich das Beste, was wir machen können. Aber das waren auf jeden Fall erstmal die ersten hier. Wir schauen uns hier noch um. Ich brauche noch ein bisschen Munition. Oh, hier haben wir einen Safe, aber den können wir leider nicht öffnen. Warum auch immer. Mal gucken, ob wir hier noch Infos oder sowas finden. Irgendwelche Schubladen vielleicht. Sieht nicht danach aus. Munition hatten die aber auch nicht so wirklich am Start. Geizhälse. Okay, der hat unser Messer oder unser Messer lag da halt noch. Schauen wir uns erstmal hier vorne um. Aber habt ihr gesehen, dass das Medikit viel mehr geheilt hat als vorher? Darauf hatte ich sehr angespielt. Und darum habe ich das natürlich auch verbessert, dass das auch mal wirklich ordentlich reinhaut. Schnell mal auf die Shotgun gehen, nachladen. Die ist ja für Nahkampf überlebenswichtig. Dann gehen wir wieder zurück auf die Pistole. Die lade ich jetzt auch nochmal nach. Ich muss wirklich versuchen, den Leuten ins Gesicht zu schießen. So doof das auch klingt, aber dann brauche ich weniger Schuss. Oha, da lag noch was. War das alles? War das hier wirklich alles? Ich glaube schon. Wir schlagen uns jetzt hier Haus für Haus durch. Was haben wir da? Noch ein wenig Alkohol. Immer her damit. Wenn uns langweilig werden sollte, kann sich ja Ellie einen hinter die Binde kippen. Ich halte mich hier lieber mal bedeckt. Aber so wie es aussieht, haben wir jetzt hier vorne alle klar gemacht. Wo war denn der eine Typ, dem ich sein Cappy runtergeschossen hatte? Muss der irgendwo hier vorne liegen? Ach, da ist er, ja. Ja gut, der hat jetzt ein kleines Loch im Kopf, aber nur ein ganz kleines. Was ist das hier für ein Laden? Das sieht so abgebrannt aus. Ich glaube, hier ist mal ein Brand gewesen. Hier kommen wir in den Hinterhof. Okay. Hier kommen wir aber auch durch. Ach so. Das ist das Gebäude. Okay. Und jetzt? Vielleicht komme ich da rein. Aber nur vielleicht, Ellie. Ich habe schon gesehen, dass wir da reinkommen. Oder rein müssen wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz möchte ich mich hier aber umschauen.
Wir finden doch hier bestimmt noch was. Da haben wir eine Schublade. Genau deswegen bin ich hergekommen. Wegen einer leeren Schublade. Warum zum Teufel sind diese verdammten Schubladen immer leer? Mal gucken, haben wir jetzt wirklich alles abgecheckt? Ich war da drinnen, dann bin ich darüber. Das hier vorne war das große Haus. Da ging es, glaube ich, auch nicht weiter. Da kommen wir, glaube ich, gar nicht rauf. Aufs Dach kommen wir, glaube ich, auch nicht. Ich gehe hier nochmal rein. Ich will nochmal auf Nummer sicher gehen, dass ich hier nichts vergessen habe. Aber nein, ich glaube, das war es wirklich. Ein Gebäude können wir da vorne noch abchecken. Oder war ich da schon? Moment, lag da noch was? Ach so, ein Stein. Das war der Stein der Weisen. Den können wir aber nicht mitnehmen. Dafür brauchen wir Abitur. Da ist noch ein Feuerwehrauto. Aber gut, das hat jetzt keinen Zweck. Da können wir weder hochklettern noch sonst was. Hier geht's dann weiter. Da liegt noch Munition. Nee, doch nicht. Alkohol. Das sah aus wie eine Schachtelpatron. Können wir noch die Kasse plündern und einen draufmachen? Wahrscheinlich nicht. Noch ein wenig Vandalismus. Und dann geht's weiter. In Ordnung. Von der Seite kommt schon mal niemand mehr. Aber wir finden hier auch immer nur das, was wir schon voll haben. Finde ich auf eine Art echt blöd. Okay. Anhand des Graffitis sehe ich auf jeden Fall, das ist das Gebiet der Wolves. Da gehen wir dann bald hin. Und ihr wisst ja, was das sicherlich heißt. Wir sind erstmal am Ende dieser Folge. Die Folge ist ein wenig kürzer. Habt bitte etwas Nachsicht mit mir. Aber in der nächsten Folge können wir uns dann ausgiebig darauf konzentrieren, Hillcrest weiter zu erkunden. Und wir müssen uns natürlich sicherlich auch weiteren Patrouillen mit Hunden stellen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen oder das Video kommentieren. Ist wie immer euch überlassen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter mit The Last of Us 2. I feel so extraordinary. Something's got a hold on. I've got this feeling of rage, a sudden sense of liberty. I used to think that the day would never come. I see the light in the shade. By fear.